aber tat Daniel in dieser ausweglosen Lage? Wir wollen einmal den Vers 6 gemeinsam lesen. Lass uns diesen Vers gemeinsam lesen. Bitte. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein, nochmal zusammen, den Vers, Kapitel 6, Vers 11. Ja. Bitte. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Geriet Daniel in Panik, nachdem er von diesem Gebot erfahren hatte? Nein, Daniel machte nicht ausnahmsweise eine geistliche Pause für 30 Tage. Er versteckte sich nicht, er suchte auch keine Kompromisslösung, zum Beispiel, indem er ausnahmsweise statt dreimal nur einmal am Tag, zum Beispiel in der Nacht, beten würde. Er betete auch nicht in der Stille zu Gott, ja, indem er sich zum Beispiel selbst einredete, Gott kennt ja mein Herz. Daniel hielt an seinem dreimaligen Gebet im Obergemach seines Hauses bei offenen Fenstern, unbeirrt, absolut fest. Er wollte lieber sein eigenes Leben als seine Treue zu Gott aufs Spiel setzen. Für ihn waren sein Glaube und seine Liebes- und Vertrauensbeziehung zu Gott viel wichtiger als sein eigenes Leben. Darum war er so entschlossen, weiter auf dem Dach seines Hauses dreimal am Tag zu beten, obwohl er wusste, dass seine Feinde nur darauf lauerten, ihn zu erwischen, um endlich eine Anklage gegen ihn zu haben. Daniel hielt an dem fest, was er immer vorher zu tun gepflegt hatte, zu seinem Gott zu beten, ihn zu loben und ihm zu danken. Daniel vertraute und fürchtete Gott mehr als seine Verfolger. Welche Bedeutung hat es, dass Daniel mit offenen Fenstern nach Jerusalem betete? Dass er mit offenen Fenstern nach Jerusalem betete, zeigt, dass er mit der Hoffnung Gottes für die geistliche Wiederherstellung der in Trümmer liegenden Stadt Jerusalem betete. Er betete treu, dass Gott sich über die elende Lage seines Volkes im Exil erbarmt, sie zur Buße und zurück nach Jerusalem führt. In der Tat, wie ich am Anfang erwähnt habe, 538 vor Christus, in dem Jahr, als Daniel dieses Gebet zu Gott brachte, da kamen auch 50.000 Juden zurück nach Jerusalem unter der Leitung von Zerubbabel. Und es war das Ende der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft. Daniel war von seiner Jugend an einer der Kriegsgefangenen, aber er lebte nicht mit der Identität eines Kriegsgefangenen, sondern er hatte mit der Identität eines Mannes des Gebetes, eines Knechtes Gottes gelebt, der seinen Gott sein Leben lang anbetete und nicht daran zweifelte, dass sein Gott sich über das Volk Gottes erbarmt. Wie konnte Daniel nun, nachdem er so viele Jahre Gottes Treue, Gottes Hoffnung erfahren hatte, sein Gebet für die geistliche Wiederherstellung seines Volkes einfach so aufgeben? Gott freut sich sehr über Menschen so wie Daniel, die ihre Mission und ihr Gebet für die geistliche Wiederherstellung eines Landes nicht aufgeben, sondern entschlossen daran festhalten, koste es, was es wolle. Daniels treues Gebet in der Anfechtung erinnert mich an das Gebet von Hudson Taylor. I turn the hearts of men through God by prayer. Mit dem Gebet erreichte er unzählige Chinesen und führte sie zu Christus. Wie wir wissen, war er einer der ersten christlichen Missionare, die bis ins Innere Chinas vorgestoßen waren. Er war Gründer der China-Inlandmission im 19. Jahrhundert. Schon im Jugendalter, oder genauer gesagt im Kindesalter, fing er an, für die verloren gehenden Menschen in China zu beten. Und mit 19 Jahren kam er als Missionar dort an. In seinem Missionsleben wurde er ständig versucht, sein Gebet für die China-Mission aufzugeben. Zumal seine Tochter, seine zwei Söhne, seine Frau wegen Krankheit sterben mussten. Auch seine Mitarbeiter verließen ihn, wollten nicht mehr mit ihm gehen. Aber inmitten der Todesschmerzen und Verfolgung hielt Hudson Taylor an seinem Gebet absolut fest.
Er erfüllte seine Inlandmission in China treu bis zum Ende, indem er zahlreiche verloren gehende Seelen zum ewigen Leben führte und zahlreiche Missionare für China aufstellte. Ein Knecht Gottes hätte nach seinem Promotionsstudium eine steile Karriere in Deutschland haben können. Aber er riskierte sein Leben mit Gott aufgrund von Matthäus 6,33, sein Leben als Vollzeithirte für das Werk Gottes zur Verfügung zu stellen. Auch in der listigen Anfechtung und Verfolgung führte er sein Gebetsleben weiter, indem er sein Haus für die geistliche Lebensgemeinschaft mit vielen Problemkindern der nächsten Generation, allen voran mit mir und mit vielen Hoffnungsträgern, öffnete, dass diese als geistliche Leiter für das Werk Gottes wachsen durften. Es ist auch eine große Ermutigung, ein großer Trost für jeden von uns, dass die einheimischen Hirten dafür gekämpft haben. Die Gebetslampe für das Werk der Weltcampus-Mission trotz der verschiedenen Verführungen des gottlosen Zeitgeistes am Brennen zu halten und ihr Leben und ihre Hausgemeinde für das Werk Gottes von ganzem Herzen einzusetzen. Einem jungen Mann standen nach dem besten Abitur alle Türen offen. Er erhielt auch durch Gottes Gnade einen sehr guten Studienplatz an der Uni Bonn. Aber statt wie viele andere Mediziner nur für eigene Ehre zu studieren, traf er aufgrund des Wortes Hebräer 5, 8 und 9 eine Entscheidung des Glaubens, für die Mobilisierung der nächsten Generation zusammenzuarbeiten. Mit zahlreichen Geschichts- und Bibelkartenvorträgen diente er uns durch viele Leadership-Seminare. Ich glaube, dass Gott sein Gebet für die nächste Generation, für seine Freunde, für die medizinische Fakultät sicher annehmen und ihn als einen der einflussreichsten Bibellehrer für unsere Generation kostbar gebrauchen wird. Nach meinem Masterstudium durfte ich auch aufgrund von Matthäus 6,33 eine Glaubensentscheidung treffen, zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. Da erfuhr ich den Neid und die listige Anfechtung des Satans, dass gottlose Leute mich in die Löwengrube werfen wollten, falls ich keinen Kompromiss mit meinem Glauben schließen würde. Aber ein Knecht Gottes half mir, an meinem Gebet für die Mobilisierung der nächsten Generation als ein überaus großes Heer gemäß 2. Timotheus 2,15 weiter festzuhalten, sodass ich wie Daniel, statt mich mit dem verletzten Gefühl zu beschäftigen, dem Werk Gottes der nächsten Generation weiter dienen durfte, unabhängig von der Situation. Weil mein Gott, der mich nach seinem Ratschluss als Menschenfischer berufen hat, mein Leben zu einer großen Errettung für viele gebrauchen will, möchte und darf auch ich mein Leben für das Werk der nächsten Generation im treuen Gebet wie Daniel einsetzen. Wenn wir zum Campus gehen, um den Studenten Gottes Wort zu geben, erfahren wir auch die Bedrohung durch die gottlosen Leute, die uns zu den Löwen des gottlosen Zeitgeistes und der falschen Lehren in die Grube werfen wollen. Aber von Daniel lernen wir nicht aus Angst zurückzuweichen, sondern an unserem Gebet für die Bildung der 10.000 Zweier Bibelstudienteams und für die Pionierung der 1700 Campus in Europa absolut festzuhalten. Der Herr freut sich, dass sogar unsere jungen Mitarbeiter der nächsten Generation sich frühmorgens versammeln, um mit ihren Eltern das Gebetsgefäß für das Pionierungswerk an den Bonner Fakultäten treu zu bilden. Wir dürfen von Daniels unablässigem dreimaligem Gebet am Tag lernen, frühmorgens die gute Gewohnheit der Frühgebetsstunde zu entwickeln, sowie am Campus das Gebetsgefäß für Deutschland und Europa zu bilden, das Deutschland als eine Hirtennation und Europa nochmal als ein missionarisch sendender Kontinent von Gott gesegnet und gebraucht wird.